Jetzt ging's, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, ich habe halt ein Deck gebastelt, aber naja. Mich hat letztens einer angeschrieben, der fand die Kartenhüllen von mir ziemlich cool. Echt? Ich finde die nicht cool, aber okay. Ich weiß. Er fand's aber cool. Noch irgendwie Beta oder irgendwas. So, was hole ich mir denn raus? Ich mal den da. Was mache ich hier? Ein Levelball. Was dagegen? Ha? Noch nö. Weiß ich. Na. LOL, null Angriff. Ja, ein Gewaldro. Ein Gewaldro. Einfach so ein Gewaldro. Klar, wieso nicht? Was? Du hast einfach ein Gewaldro auf der Bank. Jo, super. Ja, ja, ich weiß, trotzdem. Es ist ein Gewaldro. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das hier ist eigentlich ganz okay. Na komm. Viridium-Ex. Ja, wegen dem Effekt. Hast du ziemlich wenig Ex-Karten, wa? Ja, da kommen ab und zu mal ein paar dazu. Aha. Na, 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 na. Ja, normalerweise, also hier in dem Deck sind, glaube ich, sogar relativ viele drin. Normalerweise mache ich aber nicht mehr so als ein, zwei. Aber nicht sehr konsistent, wenn du eine Energie anlegst und dann nichts mehr machst. Ich hab's. Was hätte ich machen sollen? Noch eine Energie anlegen und angreifen. Ich brauche eine passende. Na gut, das ist dann ein Problem. Ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass ich dieses Deck habe, was ich gerade vor mir habe, so direkt. Ich probiere es gerade einfach nur aus, wie es funktioniert. Und ich habe Hoffnung auf dieses Bisofunk. machen wir mal so. Oh, 170 KP beide, leck mich doch. Na. Komm, Rasierpickel. Das Rasierpickel? Rasierblatt. Okay. Razor Paper. Jetzt kommt was Lustiges. Das und das. Nummer 2x. Hm? Nee, nicht 2. Nur eine, mein Freund. Nur eine. Du hast in diesem Deck wahrscheinlich mehr X-Karten als ich in meiner ganzen Sammlung. Also hier online. Nee. Oder ja, doch, vielleicht schon. Ja, aber das waren sie, glaube ich, auch alle. Ja, dann kommt es auf einen ungefähren Gleichstand, doch. Ich habe nämlich nicht viel. Ich habe ja noch nicht so viel gespielt von dem hier. Na komm. Oh, ich wollte eigentlich angreifen. Yes. Juhu. Ist
Stelle, die hat die Fähigkeit, dass ich den Angriff der Vorentwicklung noch einsetzen kann. Okay. Und das hat mich eben irritiert. Ich habe halt auf die erste Stelle geklickt und da war halt Familienruf. Mir gefällt gerade der Effekt von meinem Juitesto nicht. Der Schaden wird nicht durch Resistenz verändert. Nein, erster Angriff. Ja gut, das ist eigentlich ganz lustig so. Nicht mit der Bank, die da vor mir sitzt. Ja gut, da brauchen die meisten noch Energie. Ja, aber ich weiß ganz genau, wer keine braucht. Wer? Ja, Viridium. Oder das, nein, das ist nur eine. Das braucht auch eine, ja, aber eine x-beliebige. Ich weiß ja, nicht. Ich hab, dann ist gut, aber wenn nicht, dann scheiße. Naja, scheiße. Ach komm. Kunstrad, ey. Früher hieß diese Karte Pokédex. Schau dir die obersten 5 Karten deines Decks an und lege sie in beliebiger Reihenfolge zurück. Nee, du kannst eine wählen. Ah, auf die Hand direkt. Das ist auch cool. Ich habe im Pokémon Trading Card Game auf dem Gameboy habe ich früher oft die Combo gemacht, Pokédex und danach Bill. So, dass ich dann direkt die 2 Karten gezogen habe, die ich mir auch angeschaut habe. Manchmal habe ich sogar Bild 2-mal hintereinander eingesetzt, so hatte ich 4 Karten direkt auf der Hand. Ja, aber danach kriegst du wieder die anderen. Naja, danach kriegst du immer noch eine geplante und danach kriegst du erst wieder Zufall. Also von daher geht's noch. Beziehungsweise ist eigentlich cool, wenn man dann guckt und gucken kann, okay, die Reihenfolge und blau und blub. Bist du jetzt fertig? Du hast nicht angegriffen? Ich habe noch die Energien. Hm. Guck dir mal eine Energie von Gewaltrohr an. Da steht Loading. Oh, die ist schön. Ja, die bieten irgendwie bis zu 3 Booster im Tausch an. Für diese Energie. Echt? Die ist ja. Kreis. Ja, aber die ist halt spezial irgendwie. Hm. Gibt's wahrscheinlich jetzt nicht mehr so zu bekommen. So, dass dir das nur 10 abgezogen. Resistenz, glaube ich. Nee. Ach, Amulett, okay. Ja, ja, genau. Jo, wieso kriege ich die Karte nicht? Na gut, da hat ein Effekt. Jo, ich krieg sie immer noch nicht. Wie viel hat einer? 30, okay. Verdammt, mein halbes Deck ist leer. Wieso schläft deins nicht? Wegen Viridium. Jedes deiner Pokémon, das Pflanzenenergie angelegt ist, kann nicht von speziellen Zuständen betroffen werden. Deswegen grinst das so hämisch, okay. Deswegen grinst das Vieh so hämisch, habe ich gesagt. Welches? Viridium Ex. Oh, okay. Das guckt schon so, ey. Mal aus.
Yes. Gemein. Nein, das ist gut. Die Attacke hat bei mir die schlechteste Kopfquote. Also überhaupt. Okay. Die hat nie Kopf. Und wenn doch, dann wacht das andere auch auf. Ich habe ein bisschen zu viele Handkarten, kann es sein? Leicht. Muss man nicht irgendwann welche abwerfen? Oder war das bei Pokémon egal? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Hier ist egal, glaube ich. Okay. Und bei Yu-Gi-Oh! Wirft man ab, wenn man schon mehr als 6 hat oder so, gell? Kann sein, aber da hast du eigentlich nie mehr als 6. Ja, das passiert ja recht selten. Vor allem anstatt einfach eine abzulegen, könnte man auch einfach eine verdeckt spielen. Also Zauber-Falle-Karten-mäßig so. Außer es ist natürlich alles Monster, aber das ist eher... Ja gut, in so einem Exfoliateck, wo du ziehst und so. Ja. Na gut, ziehen ist ja auch schwer dort. Das stimmt. Was ist denn das jetzt? Mega-Gewaldro-Ex. Willst du mich eigentlich verkackeiern oder sowas? Ganz ehrlich? So ein bisschen vielleicht. Dan, 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 dan. 60. Ernsthaft? Wie viel von denen hast du noch? Viel zu viele, als dass sie in dein Deck passen. Okay. Da 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 da. Ba da ba da bam bam. Dun 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 dun. Wie viele Energien hat er? 2. Jetzt hat er 3. Riesige Robe. Ja, plus 20 KP. Okay. So, jetzt habe ich die Auswahl. Ich muss aufpassen mit dem Ziehen. Das Deck ist nämlich leer. Naja, nur noch 9 Dinger. Stimmt. Viel ist das nicht. Ich habe hier noch ein Gewaldro-Ex. Ach Gott. Mit anderem Bild. Fast weg. Besser so. Gut, da wartet noch eine ganze Bank davon. Boah, 60, ey. Ja, naja, von 100. Ja, das ist viel. Vor allem, ich habe da noch diese Amulett-Scheiße und dann nochmal seine Ding. Wie viel zieht denn das ab? 100, ey. Wahnsinn. Es gibt eine Karte in dem Spiel, eine Ausrüstung. Und beim Angriff macht es 60 Gegenschaden. Oha. Nehme ich mal den hier. Dann müsste einen Riesenschaden machen. Guck hier das andere Gewaldrum. Du hast ja richtig Glück gehabt bei deinen Boostern, oder hattest du die schon vorher? Inwiefern Glück gehabt? Na, du hast doch letztens irgendwie Booster, hast du mal erzählt. Nee, die hatte ich schon vorher. Die hattest du vorher. Okay. Wenn du wüsstest, wie viele Ex da warten. Okay. Müssten schon, also es sind schon über 20, glaube ich. Ist ja nichts wert. Jo, hier mal ein Booster, da mal ein Booster. Na komm, das reicht ja auch.
Ajo. Okay, ich glaube, der Kampf ist vorbei. Kann es sein, dass du nur Wasser-Kampfdecks hast? Ich habe nur bisher zwei selbst gebaut. Ich habe da nie so... Okay. Weil ich mache ja noch diese Kampagne und dann hat man dieses vorgefertigte Deck. Ja, ich muss im Prinzip nichts mehr machen, nur noch angreifen. Hm. Das Lustige ist, das Deck ist gar nicht mal so gut. Also online verliere ich mit dem öfter. Ja, mein Deck hier ist alles andere als gut. Es ist nicht einmal nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wieso ich das habe. Soll ich dir mal mein Feuerdeck zeigen?